Faszinierend am Curling finde ich vor allem, dass es so vielseitig ist. Einerseits ist es körperlich sehr anstrengend, gerade beim Wischen. Und wenn man 2 Wochen unterwegs ist, hängt das schon sehr an. Und andererseits ist es vor allem einfach auch taktisch oder im Kopf sehr anstrengend. Man muss sehr viel denken. Jede Entscheidung ist extrem wichtig. Man kann wegen dem einen Match gewinnen oder einen Match verlieren. Und dann finde ich einfach, dass die beiden Sachen so zusammen in einem Sport vorkommen, finde ich das sehr interessant. Teamspirit ist im Curling extrem wichtig. Auch dank dem konnte ich mit meinem Juniorenteam 3-mal Junioren-Schweizermeister werden und somit an die Junioren-Weltmeisterschaften gehen. Und auch jetzt mit dieser neuen Zusammenstellung, wo wir für das Team St. Moritz spielen, ist es extrem wichtig, dass wir uns sehr gut kennenlernen, dass wir auch in der Elite so viel Erfolg haben. In der Curlinghalle ist es 6 Grad kalt. Das hilft mir, immer einen kühlen Kopf zu bewahren. Dank dieser Kälte kann ich immer meine Bestleistung abrufen und auch so meine Leidenschaft ausüben.